Oh, es lädt. Ich mag nicht, wenn es lädt. Besonders nicht, wenn es 101 derbe Ponypads ist. One-on-one Ponys. Oh yeah. Und zwar zurück hier mit dem krassen Frankie und natürlich auch mit dem gleich so derb krassen Peggy. Toilette. Mein Pferd muss unbedingt auf die Toilette. Schicken wir es doch gleich mal dorthin, bitte. Barauszahlung. 0 Uhr. Das geht. Da habe ich mich noch gar nicht gefragt. Was soll eigentlich diese Uhrzeit? Ist das meine Spielzeit? Spiele ich dieses schon 17 Minuten? Es muss schlafen. Schlafen und sauber waschen. Okay, jetzt schläft er. Oh ja, das sieht ja richtig unheimlich aus. Okay, benutzen wir doch mal. Ich würde es gerne benutzen. Hallo? Hallo? Ausgang? Nein. Nein. Waschen. Ja, benutzen. Aha. Komm her. Ich mach dich richtig sauber, Alter, hä? Wie gefällt dir das, oder? Gefällt dir gut, ne? Von ins Gesicht hier, da so ein bisschen. Im Gesicht auch. So, jetzt ist er wieder sauber. Achso, ich muss noch weitermachen. Er ist noch nicht fertig. Oh, wie es ihm quält. Schaut euch das mal an. Mein Gott, was für ein schönes Pony und wie realistisch es gestaltet ist. Benutzen. Ah. Ja doch, er geht. Stimmt, er macht ja immer so ein bisschen eine Drehung, bevor er dann wirklich sich entschließt, dann doch zu seinem Futtertrog zu gehen. Was können wir denn jetzt noch machen? Also eigentlich sind alle Vitalzeichen. Eine Wasserflasche könnte ich ihm nochmal in den Rachen schieben. Nein, geht das gerade nicht? Jetzt. Die Augen sind so gruselig. Du sollst was trinken gehen. Nein, da... Ach ja, da gibt's was zu trinken. Das ist richtig. So, was haben wir denn da noch? Spiele, Pflege, Vorrat, Shop im Freien. Ja, wir lassen ihn erstmal trinken, oder? Bis er völlig gesättigt ist. Ah, das ist doch glücklich. Wir gucken mal im Vorrat. Ach so, das ist das, was ich für ihn habe. Aha. Was muss ich machen? Ach so, springen, oder was? Ich wollte doch gar nicht auf springen. Ich hab doch irgendwie da auf das andere Ding gedrückt. Oh Gott, dieses... Oh, diese Kameraperspektive. Ich werde jetzt schon ganz wahnsinnig. Du wirst ja seekrank. Aber wie kann der jetzt schon wieder auf die Toilette müssen? Ich war doch gerade erst mit ihm. Ich habe doch gerade erst ihn bei der Hand genommen, den derben Frankie. Und gesagt, Frankie, jetzt gehen wir mal auf Toilette. War das gut? Ich kriege hier kein Feedback, ob ich das richtig mache, ob ich es geschafft habe oder nicht. Oder ob ich die ganzen Ziele hinter mir einfach kaputt renne, weil ich so derbst reinspringe mit dem kranken Frankie hier. Das wäre wirklich gut, wenn man da ein bisschen Feedback bekommen würde. Das wäre natürlich schon irgendwie sehr nice, würde ich mal sagen. Oder auch nicht? Oder doch, es wäre auf jeden Fall nice. Ja, und hüpf. Und rechts herum. Oh, die neue Ponyshow hat begonnen. Klick! Na? Ach, ist so ein schöner Frankie. Mein Gott, der muss zwar ein bisschen auf Toilette, aber ansonsten, was für ein putivolles Pferd. Zockjord. So kawaii. Oh, und dann wird er auch erster, ist ja klar, so süß wie er ist. Boah, ich habe ein neues Utensil gekriegt. Das nenne ich mal richtig krass. Was ist das für ein Utensil? Nee, das ist ein anderes Utensil, oder? Die war doch so eine grüne Bürste, war das doch, oder? Oder muss ich das Utensil erst kaufen? Im Shop. Für 6 Dollar. Was soll das bringen? Komm, ich kaufe mir mal so einen Crazy Daisy Hut. Kaufen und eine Satteldecke. Ne, die lila, ne? Nee, wir machen ihn so ein einheitliches Set. So, okay. Ausgang. Vorrat. Kann ich ihm die Sachen... benutzen. Oh, Bandagen. Nein, Ausgang. Anziehen. Aha. Nein, nicht ausziehen. Anziehen. So, den da anziehen. Benutzen. Und den Hut natürlich. Der Hut ist super. Die mit dem Hut sind gut. Mein Gott, da habe ich ein schönes Pony, oder? Ihr seid neidisch, weil ihr nicht so ein schönes Pony habt, ne? Ach, ich kann auch an ihn ranzoomen. Kann ich den auch herrufen? Ah nein, nicht ins Hauptmenü. Scheiße. Jetzt habe ich nicht gespeichert, oder? Macht das automatisch? Ah, doch, da ist er noch. Ach Gott. Im Freien, Spiele. Pflege. Anziehen. Futter. Good
good boy. Good boy. Ja, Frankie, good boy. Frankie muss mal. Ja, dann soll er doch gehen. Er ist doch draußen. Er kann doch einfach laufen lassen. Er muss doch nicht extra dazu hier in diese... Damit er dann wieder rausgehen kann. Mein Gott. Frankie, geh nochmal, bevor du gleich wieder musst. Das führt ja sonst zu nichts. Komm, ich ruf ihn mal. Frankie. Here, boy. Here, boy. Frankie, verdammt nochmal. Good boy. Ah, ist so ein braves, hässliches Tier. Wunderschönes. Ach nein, verdammt. Warte mal, kann ich nicht einfach... Kann ich nicht... Niemand, was heißt denn anwenden eigentlich? Horny. Was ein Junge. Nein, ich hab Frankie gelöscht. Ah nein. Scheiße, ich dachte, ich hätte Frankie gelöscht. Guck mal unseren Horny an. Mit dem gewinne ich doch jede Pony-Show. Ach, das ist jetzt mein zweites Pferd oder was? Aber wenn Horny nicht gewinnt, dann weiß ich auch nicht. Horny ist ja wohl das abgefahrenste, beste Pony. Ja, schaut euch das mal an. So ein hübscher. Mein Gott, Horny, du bist... Das ist so ein süßes Ding, bist du. Warte mal, Horny müssen wir doch auch auf jeden Fall noch was Schickes kaufen, oder? Was kann man denn hier kaufen noch? Die Umgebung. Was ändert das denn? Bäumchen oder was? Oder wie? Ja, was ist jetzt passiert? Ich habe doch hier Bäumchen gekauft. Ah ne, muss ich im Vorrat, muss ich dann erst nochmal so benutzen. Ah, klick. Was habe ich denn da noch? Das, nein, nicht kaufen, Ausgang. Vorrat. Benutzen. Oh. Was war? Oh, scheiße, nein. Ah, ich muss mit der Maus lenken. So, gleich nochmal. Da kann ich ja rennen. So, okay, ja. Okay, ja. Schneller, du musst Gas geben, schneller. Wie kann man das denn steuern? Also ich lenke mit der Maus, ja. Und ich will irgendwie schneller rennen können. Warum geht denn die Zeit runter? Ich habe doch gar kein Ziel. Oder muss ich irgendwas klicken? Oder ich renne da immer gleich schnell oder was? Oder nein, die Zeit. Ich habe nur noch ein paar Sekunden. Wieso? Ich verstehe es nicht. Was muss ich denn machen? Oh, es wird immer schneller. Eine Sekunde. War das jetzt erfolgreich oder nicht? Oder was? Komm, wir gehen mal spazieren. Oh nein, ich will ihn mal streicheln. Ach, guck, wie er spazieren geht da hinten. Mein Gott. Ach, Horny. Gott, Horny, du bist so süß, du Rainbow Unicorn, du. Komm mal wieder zurück hier. Lass dich mal nicht so auf der Straße blicken, bitte, wenn das die Nachbarn sehen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Die denken, es ist ja, was wohnen da? Sodom und Gomorra auf der Peggy Ranch. Komm, ich streichel dich mal. Oh, sag Chat. Mein Gott. Schön über den Arsch, das magst, gell? Ja, schaut euch das an. Bisschen ins Gesicht auch, gell? Ja, Alter, übers Horn. Ja, gut, jetzt haben wir ihn gestreichelt. Sind wir spazieren gegangen, rennen waren wir auch schon. Ach so, spielen habe ich ja nie verstanden, ne? Was das bringen soll. Okay. Das macht er ganz alleine. Also ich weiß überhaupt nicht, ob ich überhaupt was machen kann. Also, ich weiß ja gar nicht, ob ich was machen muss. Also geschweige denn, ich weiß ja nicht, was das hier soll. Läuft er jetzt einfach nur da rum und ich soll es mir angucken und total cute finden? Oder muss ich wirklich irgendwas machen, damit er dann erfolgreich gespielt hat? Weil ich das finde, das sieht nicht so spaßig aus. Also ich weiß natürlich nicht. Horny ist sehr hungrig. Es gibt kein Futter. Nein. Horny, es gibt kein Futter mehr. Kaufen. So. Oh, für 10 Dollar habe ich das gekauft. Oh, das ist natürlich... Wieso habe ich denn nichts mehr zu essen? Hat Frankie das alles weg? Aber das, die könnten doch wenigstens auf demselben Hof sein, oder? Frankie und Horny. Ich meine, sieht ja auch genauso aus, der Hof. Ich sehe nicht so, als wären das jetzt zwei unterschiedliche Höfs hier oder so. Ach. Warte mal, wenn ich jetzt aber Hauptmenü gehe... jetzt auf Start mache, dann kann ich, also wie kann ich mir, ich muss mir doch bearbeiten, da bearbeite ich Frankie, ja, brauner Shire Horse. Wenn ich jetzt auf Anwenden gehe,
Das ist doch... Auf Anwenden erstelle ich mir dann den Charakter. Aber wenn ich da jetzt ein neues mache, dann mache ich das doch genau dasselbe. Dann gehe ich doch auch in Anwenden rein, oder nicht? Oh, ich... Ah, Frankie, du bist der Coolste. Mit deinem geilen Hut und so. Das ist ja der Hammer, oder? Das ist ja der Hammer. Wenn man schon stinkreich, wenn man so ein schönes Pferd hat, ne, dann geht es ja gar nicht anders. 101 Pony Friends. Pony Pets. 1 und 1 Pony Pets. Werde dein Lieblingspony aus verschiedenen Rassen und gib ihm deine Lieblingsfarbe. Wie zum Beispiel Pink oder Türkis. Du kannst auch selber auswählen, ob es eine Stute oder ein Hengst sein soll. Als erstes solltest du ihm einen Namen geben. Deine Aufgabe ist es, das Pony zu pflegen, es zu beschäftigen und ihm tolle Tricks beizubringen. Was, Tricks? Beobachte dein Pony in einer 3D-Umgebung hautnah oder aus der Ferne. Dein Pony kann an verschiedenen Wettbewerben und Pferdeshows teilnehmen und dort Preisgelder gewinnen. Je mehr Tricks dein Pony gelernt hat, je hübscher es aussieht und je fröhlicher es ist, umso höher werden deine Gewinne sein. Mit dem gewonnenen Geld kannst du in deinem Shop Dinge kaufen, die dein Pony dringend braucht, wie zum Beispiel Futter und Wasser. Du kannst auch einen neuen Sattel, Stallzubehör und andere Sachen kaufen, die das Pony schön aussehen lassen. Magnus Soft. 2010. Das ist von 2010 das Spiel? Warte mal, da sind noch andere Spiele von 1&1. Ich guck mal rein von Magnus Soft. Was gibt's denn noch? Oh, die Pony Shot begonnen. Da muss ich teilnehmen. Ich guck mal hier währenddessen rein. Pranksters. War Pigs. Epics Winter Games. Crazy Soccer Mundial. Mit Tieren. Das alte Ägypten. Spooky Spirits. Ich glaub's ja nicht. Deutsche Version. Wahrscheinlich noch geschnitten. In der amerikanischen Version kann man wahrscheinlich andere Ponys umbringen oder sowas. Ja Leute, ich hoffe es hat euch tierisch Spaß gemacht. 1&1 Pony Pets. Das beste Pony-Spiel aller Zeiten. Also, wenn ihr das irgendwo im Laden seht, brennt ihn sofort nieder. Bitte. Oder ruft mich und dann brennen wir ihn zusammen nieder. 1&1 Pony Pets. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.